Bei unseren Versuchen zu helfen, werden wir immer wieder mit Dingen konfrontiert, die schrecklich, grausam und kaum nachvollziehbar sind. Was sich aber alljährlich auf den Färöer-Inseln abspielt, übersteigt alles, was sich selbst das sadistischste Gehirn ausmalen kann. Und doch ist es grausame Realität. Immer wieder treffen die Färinger sich zu volksfestartigen Massenschlachtungen von Delfinen. Angestellte bekommen Urlaub, Kinder schulfrei und alle zusammen feiern den Tod unzähliger Delfine. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Tiere jung sind oder alt oder vielleicht sogar trächtig. Ihnen wird der Bauch aufgeschlitzt und der Fötus bei lebendigem Leib rausgerissen. Jeder Delfin, der auf solch grausame Weise sein Leben lassen muss, ist einer zu viel. Wir fordern die EU und insbesondere Dänemark auf, Maßnahmen gegen das Treiben der Färöer-Inseln zu ergreifen. Lassen Sie uns Produkte von dort, zum Beispiel Zuchtlachs, boykottieren und unternehmen wir keine Urlaubsreisen auf die Inselgruppe. Und an jeden Färinger appelliere ich, die Meeressäuger als das zu achten und zu respektieren, was sie sind. Intelligente und soziale Wesen, die es nicht verdient haben, auf einer Schlachtbank im Nordatlantik qualvoll zu sterben. Deshalb trifft dich der Grimm so stark, dass du mit uns hier stehst. Wenn man diese Bilder sieht, wie kann man da wegschauen und sitzen bleiben und nichts tun? Ich bin einfach aufgestanden, um dagegen was zu unternehmen. Was seit Jahren sinnlos dort passiert, ist unfassbar. Was würdest du einem Färinger ins Gesicht sagen, wenn er vor dir stehen würde? Die Qualen und den Schmerz wünsche ich dir, den du dort verbreitest. Liebe Färöer, vor allen Dingen, liebe Färöerinnen, ihr seid Mütter, wie ich, wie überall auf der Welt. Lebensgebende Wesen. Ihr wisst, was es bedeutet, Kinder zu kriegen, sie zu nähren und zu beschützen. Wusstet ihr, dass Delfinschulen tote Angehörige betrauen und sich von ihnen verabschieden? Diese unglaublichen, intelligenten, empfindungsfähigen Lebewesen, egal ob Delfine oder Wale, werden noch immer in euren seichten Buchten bestialisch und vor allen Dingen chancenlos abgeschlachtet. Ihr Färöer tötet wahllos Kälber, trächtige Delfine, alt und jung, ohne Gnade, ohne jegliches Mitgefühl. Diesen Horror tragt ihr mehrmals jährlich in die Weltgemeinschaft. Ich frage euch, wie könnt ihr das tun? Wie könnt ihr glauben, dass die Welt nichts sagt, wenn ihr so bestialisch und aggressiv vorgeht? Natürlich lösen eure Gräueltaten eine Reaktion der Abscheu hervor. Und so wird man sich an euch erinnern, mit Hass und mit Abscheu. Ist es das, was ihr wollt, frage ich euch. Lasst uns gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Lasst uns beginnen, Mutter Erde zurückzugeben. Mit Achtsamkeit, ja, und auch mit Verzicht und Demut. Sicher, das wird ihr nicht bequem. Aber es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit. Danke.